Hi, mein Name ist Katrin und schön, dass du da bist. Und zwar heute zu einer Sneak Peek von Damit Artlab. Das heißt, wir packen mal wieder, es ist Freitag und wir packen wieder ein Bild aus, das morgen bei Damit Artlab erscheint. Vielen Dank, Damit Artlab, dafür. Ich freue mich sehr darauf. Es ist ein eckiges Kit, wie wir sehen, blau und hier ein eckiges Zeichen. Und zwar ist es Foxy Lady von Camilla de Errico. Habe ich wahrscheinlich total falsch ausgesprochen. Eckig 42,8 mal 42,8, also eckig quadratisch gut, praktisch gut, quadratisch praktisch gut, war das in der Werbung damals, ne? Also morgen, 29. April, und zwar für Diamond and Ruby Members um 18 Uhr. Checkt eure E-Mails. Oft ist es mittlerweile schon um Viertel vor sechs oder 10 vor sechs. Also da aufpassen. Und um 18:30 Uhr für alle anderen. Und keine Angst, die Diamond Ruby Members können euch nichts wegkaufen. Das wird dann nochmal separat ein neuer Batch sozusagen raus, eine neue Anzahl von Paintings rausgehauen. Ja, mega. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Das sieht aus wie Sydney und ich habe ihn auf dem Kopf und er hat einen bunten Schwanz und er guckt und ich gucke auch. Ich habe nicht solche Augen und er auch nicht. Aber das ist doch völlig egal. Sydney ist mein Hund und er ist weiß und groß. Sehr groß. Den kann man nicht auf dem Kopf haben. Jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Und natürlich haben wir unser Toolkit. Wir haben einen kleinen Aufkleber, den kann man sich in sein Logbuch Buch machen. Oder ich mache ihn mir vorzugsweise hier oben auf die Box drauf, damit ich bei mir im Regal sehe, welches Kit in welchem Karton drin ist. Und dann haben wir hier noch das, worauf es ankommt, nämlich Steinchen und Leinwand. Wir schauen mal hier ran, das ist das Toolkit. Da ist prinzipiell alles drin, was du zum Diamond Painting brauchst. Das ist ein Start vor allen Dingen. Das heißt, wenn man es verschenkt, ist immer alles dabei. Und zwar ein Stift mit so einem Squishy-Teil hier, das schiebt man vorne auf den Stift drauf, dann lässt er sich besser halten. In Blaufarbe ist übrigens Zufall. Dann haben wir für das hintere Ende des Stiftes zwei Mehrfachsetzer, ein 7, 9 und 4er. Wir haben natürlich Wachs, das sind zwei Stückchen von diesem herzförmigen Wachs zum Füllen des Stiftes drin. Eine Pinzette, die ist super spitz. Vorsicht! Ein Schiffchen mit einem Stopper, ne? Das ist kein Müll, sondern das sorgt dafür, dass die Steinchen nicht rauspurzeln beim Schütteln. Wir haben einen Beutel, also ein Zipptütchen mit ganz vielen wieder verschließbaren Zipptütchen. Das sind eine Menge. Und dann haben wir hier einen Coverminder, also einen Folienhalter. Das eine Magnet kommt unter das Bild, das andere oben drauf. Dann heben wir es hoch, Folie zur Seite, ne? Obere Teil drauf und die Folie bleibt, wo sie sein soll. Und das ist ein türkisfarbener Makaron, ein halber. Und dann haben wir hier, oh wie herbstlich, noch Washi-Tape. Washi-Tape nehme ich, um die Ränder abzukleben, damit die Klebereste keine Flusen ansammeln und um mein Bild aufzuteilen in kleine Bereiche, die ich nach und nach painte. Da gibt es bei mir auf dem Kanal auch ein Video zu, kannst du gerne mal reingucken. Schön, ein bisschen herbstlich, ne? Das ist alles in deinem Toolkit drin. Und hier haben wir das, worauf es eigentlich ankommt. Und zwar die Leinwand und die Steinchen. Richtig schöne, weiche, brauche ich nicht wieder erwähnen, wie weich und schön diese Leinwand ist mit abgesteppten Rändern. Wir haben oben hier den Leitspruch. Und das Bild. Und es ist nicht groß. Schwupsi. So. Self-flattening, das heißt, es legt sich von alleine für uns flach hin nach einer Weile. Und hier haben wir die Steinchen. Da sind zwei extra. Foxy Lady. Voll wenig. Süß. Sehr bunt. Schöne Mischung. Toll. Wow, was haben wir dann noch? Wir haben eine Anleitung, wie Diamond Painting funktioniert. Da ist auch nochmal ein 10% Gutschein drin. Thank you, 10. Den könnt ihr nach eurer ersten Bestellung nutzen für eure nächste. Und für deine allererste Bestellung kannst du gerne meinen Rabattcode, den unten in der Videobeschreibung findest, nutzen. Dann sparst du 15% und ich kriege eine kleine Provision, weil ich affiliate bin.
Also Win-Win-Situation. Wenn du das nicht möchtest, nimm irgendeine andere. Hauptsache du, ne, zahlst nicht den vollen Preis. Hier geht's zur VIP-Gruppe. Wir haben noch ein paar Tipps und Tricks. Super hilfreiches kleines Heftchen. Und dann haben wir... Oh, wir haben zwei Aufkleber. Wow, wir haben 74 Farben. Oh, also wir haben hier eigentlich ein, diesmal zwei Sticker-Sheets, das ist ein Aufkleber. Und hier siehst du nochmal die Artwork. Ist das nicht cool? Das ist cool. Der lebt, ne? Also das ist kein toter Fuchs. Der lebt. Weißer Fuchs. Cool. Square, ne? Die Größe nochmal 42,8 mal 42,8 beziehungsweise 17 mal 17 Inches. Und hier kann man sich Start- und Enddatum aufschreiben. Und hier sind, wie gesagt, alle Farben als schon vorausgeschnittene Etiketten, die man sich dann aufkleben kann auf seine Container oder Tütchen. Und wir haben eins, wir haben zwei, drei ABs, also Aurora Borealis Farben, alles unter 150 ist bei Diamond Art Lab ein Aurora Borealis Steinchen. Gucken wir uns gleich aber nochmal zusammen genau an, was das ist. Und hier sind unsere Symbole. Okay, das ist neu für mich. Okay. Wow. Das ist hier weitergeht. Und ein Kleeblatt. Und Z959 ist ein Spezialsteinchen. Und zwar, ich glaube, Z ist ein Fairy Dust. Wir schauen gleich mal. In Türkis. Oh Gott. Wir schauen. Also, super viele Farben. Wahrscheinlich hier, ne? Der Regenbogen. 74 für so ein kleines Bild. Also, können ja hier jetzt nochmal uns das Bild. Ich habe so ein bisschen mein Stativ zerstört gerade, deswegen komische Ansicht gerade. Aber das ist das komplette Bild. Das ist nicht viel. Das ist nicht. Das ist das komplette Bild. Das ist nicht groß. Und auf so einem kleinen Bild 74 Farben ist halt schon eine Ansage. Wow! Seht ihr das? Also links und rechts haben wir ja unsere Legende jeweils und die geht einmal komplett, das komplette Bild lang. Und hier unten habt ihr dann nochmal alle Informationen zum Kit, ne? Und natürlich wurde die Künstlerin hier kompensiert. Das heißt, Diamond Art Lab hat der Künstlerin eine Provision bezahlt oder Lizenzgebühren dafür, dass wir sie das Bild hier nutzen, produzieren und dann als uns, als Diamond Painting verkaufen dürfen und wir entsprechend hier diese Kunst auch erleben dürfen. Finde ich richtig gut. Unterstütze ich immer gerne. Also, die Künstlerin, dann haben wir hier nochmal die Social-Media-Auftritte, da seht ihr alles, was so erscheint, auch morgen noch. Und hier eure lebenslange Garantie auf Steinchen und Leinwand, solange ihr der Originalbesteller des Bildes seid. Wow! Ach so, ne? Symbole. Wenn ihr nochmal sehen wollt, sind kristallklar wie immer. Gar kein Problem und auch der Kleber ist gegossener Kleber. Ist spitze und bei Diamond Art Lab kein Stress mit Versand aus Amerika. Zoll ist schon mit drin, Versandkosten frei ab einer Bestellung von, ich glaube, 69 Euro im Moment oder so, je nach Dollarkurs. Irgendwas zwischen 65 und 69, das kommt immer auf den Dollarkurs drauf an, ob es 69 oder 65 Euro sind, aber da braucht ihr euch wirklich keine Gedanken machen. So, dann schauen wir jetzt hier mal rein. Ja, und gucken uns die 74 Farben an. Ich bin so ein bisschen schockiert. Ich finde, also dass wir zwei solche Dinger haben, haben wir ja jetzt bei ein, zwei größeren Bildern schon gesehen in letzter Zeit. Ne? Aber bei so einem kleinen Bild, wow, das ist tatsächlich eine Ansage. Okay, was mir hier direkt entgegenpurzelt, ist einmal die... Na, 3848, das ist so ein Türkis. Guck dich mal an, wie die glitzern. Das ist der Wahnsinn. Und hier haben wir unseren Fairy Dust Diamond, Z959. Fairy Dust Diamond heißt, wir haben hier ein Steinchen. Sagen wir mal so. Besser, ne? Also, Fairy Dust Diamond heißt, wir haben hier ein Steinchen, das eine ganz spezielle Beschichtung hat. Und zwar ist das so eine. Da seht ihr es besser. Ist wie so Glitter, als wenn man Glitter auf das Steinchen drauf geklebt hätte. So eine Glitter. Flitter-Glitter-Beschichtung. Das sind die Fairy Dust Diamonds, sind nicht viele, aber in Türkis habe ich sie tatsächlich auch noch nicht gesehen. Und dann machen wir mal weiter. Und zwar mit den Grautönen.
Das ist 3072, die haben wir zweimal. Die 168, die 3024, zweimal. Die 928, 927, 762, 3771, 740, 712, 169, 372, 958, 758, da haben sich zwei dunklere Orangen rein verirrt. Die 3756 haben wir hier. Die 414, die 947 und hier der nächste EB, die 141, das ist der weiße EB, nicht der nächste, der erste EB, ne? Ein Aurora Borealis Steinchen. Ja, Aurora Borealis, wie die Nordlichter, die Beschichtung hier, ne? Die reflektiert das Licht in allen Regenbogenfarben und damit können wir ganz tolle Akzente setzen und wir gucken uns gleich mal an, wo. Dann haben wir das roteste Rot aller Zeiten, die 666. Guck mal, hier einer hat es nicht geschafft, der wurde zerquetscht. Weiter geht's mit dem nächsten AB, die 132, der orangene AB. Wow, auch geil. Die 704, mega grün, sehr schön. 648, 700, die 702 und der nächste AB, die 135. Ist auch ein Grün jetzt. Da hat man Orange, ein Weiß und jetzt so ein helles Grün. Dann die 3052, die 754, die 3705, die 321, die 742, 893, 647, 327, 951, 3778, 807, 514, nee, 17, 517, 703 und 932. Die 159, schöner Fliederton, die 743, die 3814, die 3765, die 3801, die 160, die 913, die 993, die 995, die 699, die 3808, die 498, die 701, die 3835, die 894, die 3845, die 3371, 3807, 3688, die 3861. Puh, ist der Knoten der Zunge hier beim Steinchen-Bingo bei 74 Farben. 402, 550, die 316, auch schön. Oh, tolle Farben dabei. 3760, ah, das gefällt mir auch sehr gut. Oh, ein schönes Grün. 3847, 793, 898, 931, 598, 844, 3776, 3042, 744 und last but not least die 356. Wow! Meine Herren. Das war eine Hausnummer. Da haben wir unsere ABs und unseren Special Stein. Ja, wir haben Orange, Grün, Weiß. Und dann haben wir hier unseren Fairy Dust Diamond in meiner Lieblingsfarbe in Türkis. Ha, sehr geil. Und wir schauen jetzt mal auf dem Bild, wo die denn hier so hinkommen. Und da fangen wir mit dem orangenen AB an. Und der ist da. Dann suchen wir mal da, wo orange ist. Ne? Den haben wir in den Augen. Und hier im Fell, im Schwanz vom Fuchs. Schon eben. Ja, hier im Auge ein bisschen. Bei ihr im orangenen Auge oder rot, der rot-orangenen Auge. Und dann hier. Swoop. Ja, am Übergang von Gelb zu Rot. In dem orangenen Teil vom Schweifschwanz des Fuchses. Als nächstes haben wir Grün. Ziemlich geiles Grün. Ja, und dieser AB, den suchen wir mal da, wo Grün ist. Ha, bin ich schlau heute. Und das ist der Symbol 2. Ne? Das ist gerade eben orange, war Symbol 1. Jetzt haben wir Symbol 2. Hier sehen wir es da, da und da, hier und hier. Dann haben wir noch
den weißen AB. Und der ist hier oben im Fuchs. Und zwar ist der weiße AB hier dieser Punkt, dieser schwarze im weißen. Und wir haben ihn hier oben, wir haben ihn hier, hier, hier und hier drüben. Also die ganzen sehr hellen Stellen beim Fuchs hier und hier. Das ist der weiße AB. Als auch in den Augen. Jeweils beim Fuchs eins in jedem Auge und bei ihr einmal drei und einmal vier im Auge. Hier oben, das Glänzen ist der weiße AB. Das waren unsere ABs, also hauptsächlich hier, hier, hier und in den Augen, also in dem Auge, ja, das Weiße, ne? Das Blaue haben wir ja nicht, beziehungsweise, ne. Und jetzt haben wir hier noch unseren, ja, türkisfarbenen Fairy Dust Diamond. Ich feiere das. Ich feiere das total. Und dieser ist das Symbol der Buchstabe T. Schauen wir mal zusammen, wo wir den finden. In den Augen nicht. Nein, er ist tatsächlich hier. Hier im türkisenen Bereich des Schwanzes. Da haben wir diesen Fairy Dust Diamond als Übergang, also hier drin. Und erstaunlicherweise, hier sind nochmal vier Stück. Lustigerweise. Da seht ihr es. Und das war's dann aber auch an Fairy Dust Diamond und ABs in diesem Kit. Wo ist denn der grüne jetzt hin? Oh, da ist er. Leute, ich sage euch eins. Also erstens mal feiere ich dieses Bild total, weil, wie gesagt, für mich ist das da oben mein Hund Sydney und das bin ich. Und wir zwei zusammen, richtig cool. Dann finde ich die Farben toll. Der Hintergrund ist auch nicht plain grau oder weiß, sondern wir haben hier verschiedene Farbübergänge. Das wird toll aussehen. Wir haben gar nicht so viel, eigentlich überhaupt nicht Colorblocking, also wo wir viel an Farbe an einer Stelle pinden müssen. Das, ja, ein bisschen hier unten, ne, da. Im Hintergrund ab und zu mal. Aber ansonsten haben wir auch in den Farben hier eher Konfetti, also eher viele wechselnde Farben, die ineinander übergehen. Ein Regenbogen in diesem Schwanz. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert von der Größe. Ich mag im Moment so kleinere Bilder. 42,8 mal 42,8 ist toll. Das kann ich zum Beispiel an einem Wochenende fertig machen. Oder aber jemand, der gerade mit dem Painten beginnt oder nicht so viel paintet oder nicht so schnell ist, sich Zeit lässt. Und super. Na, was ist was, was man fertig kriegen kann, wo man nicht ewig dran sitzt? Finde ich gut, auch mal ein paar kleinere Bilder zu haben, bei denen es aber auch passt. Und bei denen passt es. Ist fantastisch. Und was mich halt echt schockiert, ich komme nicht drüber weg, sind die 74 Farben für dieses kleine Bild. Wow, dieser Schweif mit den Übergängen, mit den Farbübergängen wird toll aussehen. Es wird großartig. Ja, hier haben wir die Abys drin, da haben wir die Abys drin und da die Fairy Dust Diamonds und hier das glänzende Weiße im Fell sind auch Abys. Passt. Passt richtig gut und ich komme nicht drüber weg, 74 Farben. Tolle Farben, buntes Bild, da wird es einem nicht langweilig. Ich freue mich wahnsinnig über dieses Bild und wahnsinnig auf dieses Bild. Und das erscheint, wie gesagt, morgen am 29. April bei Diamond Art Club um 18 Uhr für Diamond und Mubi Members und 18:30 Uhr für alle anderen. Es ist 42,8 mal 42,8 cm eckige Steinchen und von der Künstlerin Camilla De Rico. De Rico. Schaut auch mal bei Instagram und bei YouTube, bei den anderen Content-Creatern rein, was es morgen noch so alles gibt. Und schreib mir mal in die Kommentare, welches Bild dich am meisten begeistert. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, was das Bild mit den meisten Farben für euch war. Jetzt kommen gleich auch die ganzen Josephine Wall-Leute, ne? Ich bin gespannt.
Ich freue mich, wenn du diesem Video außerdem einen Daumen nach oben da lässt, wenn es dir gefallen hat. Und bedanke mich fürs Einschalten, Anschauen und fürs Abonnieren. Wenn du das noch nicht gemacht hast, kannst du es hier natürlich kostenlos nachholen und auch das Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe, dass wir uns hier alsbald in meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, passt du bitte gut auf dich auf, bleibst immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dann, see ya!